Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, im Black Friday Sale habe ich zugeschlagen und ich habe mir tatsächlich jetzt auch den Flaconi Love Brands Adventskalender geholt. Wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich darin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe ja immer gesagt, mein Budget für Adventskalender, die ich dieses Jahr hier auf meinem Kanal auspacke, liegt bei maximal 100 Euro. Diesen Adventskalender gab es ja ursprünglich für 199 zu kaufen, weswegen der für mich einfach überhaupt nicht in Frage kam. Durch diese ganzen Sale-Aktionen und diverse Rabattcoupons, meine Güte, das war eine gewisse Jagd auf diesen Adventskalender, Leute, konnte ich ihn dann doch ergattern für 89 Euro. Letztendlich sind die Preise so weit runtergegangen, dass man ihn im optimalsten Fall für 85 Euro hätte kaufen können, also, ne? Oder ich glaube sogar teilweise für 80 Euro ging das dann auch noch. Also richtig krass. Und ich bin schon ganz froh, dass ich ihn jetzt noch für 89 kriegen konnte, muss ich ehrlich sagen. Und auf die 10 Euro, ne? Mehr oder weniger, das ist dann jetzt auch egal. Aber es ist jetzt, er ist da. So, das ist für mich das Wichtigste. Diesen Run auf den Adventskalender konntest du mit mir verfolgen, wenn du mir auf Instagram folgst. Ich heiße AidWikeP, das ist Claudia rückwärts und ein P dahinter. Ich habe da die ganze Zeit irgendwelche Angebote gepostet und alles Mögliche im Black Friday Sale, was ich finden konnte, was mir zugeschickt wurde von anderen, ne, bei Instagram. Das habe ich dann auch gerepostet. Meine Güte, diese Wortwahl ist echt merkwürdig. Okay, ich habe tatsächlich jetzt auch mal gerade ein bisschen hier weihnachtlich im Hintergrund dekoriert. Es wird wahrscheinlich noch alles etwas weihnachtlicher werden, aber ich mache das immer so Schritt für Schritt. Man muss sich ja auch vorsichtig dran gewöhnen, oder? So ist immer so meine Einstellung dazu. In diesem Video kannst du auch was gewinnen. Und zwar habe ich hier von Revolution die Precious Stone Amethyst Palette. Ich finde, die passt jetzt einfach gerade, weil sie so sparkly ist. Ich kann sie leider nicht öffnen, weil sie ist hier noch zugeklebt. Die ist halt noch echt neu, ne? Klar, aber ich setze dir meinen Link dazu unten in die Infobox, dann kannst du mal schauen, wie die von innen aussieht. Aber sie ist halt wirklich mehr in diesem Amethyst, also quasi lila Ton gehalten. Ein bisschen was so Pop of Color quasi mäßig. Okay, ja, der Flaconi Love Brands Kalender ist quasi die Antwort auf diesen furchtbaren Adventskalender, den ich ja tatsächlich schon mit euch zusammen ausgepackt habe, wo halt nur Proben drin waren. Dieser hier soll knallen und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe ihn tatsächlich auch schon gesehen, ich weiß, was drin ist. Das heißt, ich werde jetzt nicht ultra verwundert sein, aber es sind einfach Produkte, die mich schon gereizt haben. Ja, muss ich wirklich sagen. Ja, und für 89 Euro kannst du nichts dazu sagen. Der soll einen Wert haben von 470, glaube ich, oder so, oder 400. Ja, ne? Der kommt in so einem großen Karton daher. Und, ja, den machen wir doch mal auf. Wenn man bedenkt, dass ich für den anderen, weiß gar nicht, habe ich dafür nicht sogar 50 Euro bezahlt? Darfst nicht drüber nachdenken. Ja, Kartondeckel. Dann hast du den eigentlich so eingepackt wie so eine Beautybox. Ich habe noch nicht reingeguckt, ne? Das ist jetzt auch für mich gerade Neuland. Ja, Seidenpapier mit einem Klebi, Selected by Flaconi. Und hier sind die angekündigten Beutelchen in Champagner und Rot. Okay. Den kann ich dann wahrscheinlich super nächstes Jahr weiterverwenden, ne? Macht auf jeden Fall Sinn. Und ja, ne? Das ist hier super sortiert. Wir fangen dann mal an mit der Nummer 1. Und hier haben wir drin Instant Deep Puffing Eye Mask, ja, Now Reduced Bags in Just One Application, Forever Increased Bag Reduction in One Month. Also quasi, wenn du das kurzzeitig verwendest, reduziert er dir halt kurzfristig deine Augenschatten und langfristig macht er dann entsprechend deine ganzen Tränensäcke sehr reduziert, keine Ahnung. Und hier sind wohl mehrere drin, 2x8 Stück, also 8x2, also 8, also wie viel? Hä? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 Paar. Ne? Die sind halt alle einzeln verpackt. Ich finde es mittlerweile schöner, wenn du das halt in so einem Pott die holst und dann sind da, was weiß ich, wie viele 100 Stück drin. Finde ich irgendwie schöner, als wenn du jedes Mal halt diese Verpackung hast. Aber gut, andererseits verwende ich ja auch Tuchmasken. Ne? Von daher, die sind auch alle einzeln verpackt. Jo, aber finde ich ganz cool. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Die Nummer 2. Ja, das habe ich tatsächlich auch schon in groß da von Narciso Rodriguez for Her, das Eau de Toilette. Hier haben wir 4 Milliliter enthalten. Das ist einfach ein Parfüm, was sehr, sehr gut riecht. Also das mag ich richtig gerne. Habe ich in einer Überraschungsbox von einer Kollegin, einer
ehemaligen Mitschülerin bekommen. Verrückt. Klein ist die Welt. Genau. Und das ist halt hier mit so einem, ja, ne, das ist quasi wie eine riesengroße Parfümprobe. Leider ist es nicht irgendwie mit einem Sprayer oder so, sondern einfach hier mit so einem Bommelding oben zum Anpacken. Und dann machst du dir das so auf die Haut. Ne? Sieht aus wie ein Reagenzglas. Hätte ich jetzt schöner gefunden mit Sprayer. Ne? Aber, pff, ja. Läuft. Die Nummer 3. Ja, von Bloss in Warmness Eyeshadow. Das ist eine Mini-Lidschattenpalette. Bloss ist die Eigenmarke von Flaconi. Also, ne, jetzt nicht irgendwie was außergewöhnlich Cooles oder so. Ja, und das hier sind einfach so Warm Tones in einem Quad. Ich bin jetzt kein Fan von Quads, aber das ist eigentlich ganz praktisch. Ich denke, das gefällt so gut wie jedem, weil das ist, sind, glaube ich, alles matte Töne, so wie das aussieht. Ja, ne, Alltag. Auf jeden Fall Alltagspalette. Ja, definitiv. Matt, 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 steht hinten auch drauf. Viermal matt, ja. Da sind jetzt aber noch nicht so die Cabane-Produkte, die eigentlich in diesem Adventskalender drin sein sollen. Ja, gehen wir zu 4. In der Nummer 4 haben wir von Sensai ein Total Lip Treatment. 5 ml sind hier enthalten. Das ist dieses Produkt. Ich glaube, das hatte ich auch irgendwo anders in einem Adventskalender oder so schon mal drin. Ich meine, dass es das Produkt ist, was auf meinen Lippen leider nicht gut funktioniert hat, wenn ich mich... Nee, doch nicht. Nee, das ist ein anderes Produkt, sorry. Genau, das ja, machst du dir einfach so auf... Das ist sau teuer. Das ist richtig, richtig teuer. 5 ml sind hier enthalten. Und das ist also eine sackteure Marke, sackteures Produkt. Das machst du dir quasi auf die M-Zone, nannte sich das, glaube ich, quasi auf die Lippen und so auf den Drumherum-Partie. Und das soll dann halt entsprechend die Lippenfältchen mindern und ja, alles schön machen. Die Nummer 5. Ja, von Claire's Supple Preparation Facial Toner. Toner finde ich immer gut. 30 ml sind hier enthalten. Gesichtstoner finde ich immer nice. Ja, mag ich. Och ja, das sieht ganz hübsch aus. Das soll entsprechend Feuchtigkeit geben. Phyto-Oligo, keine Ahnung, das pH-Level ausbalancieren. Aber das soll ja eigentlich im Prinzip jeder Toner machen. Und sehr feuchtigkeitsspendend sein. Ja, ne? Sagen wir nichts zu. Toner können wir immer gut gebrauchen. Ich kann euch bei Toner wirklich mittlerweile empfehlen. Das habe ich jetzt auch einfach gelernt in der letzten Zeit, wo ich halt auch so Sprayviecher hatte. Ich mache mir einen Toner in diese Sprayviecher rein. Und ja, ne? Also wenn ich quasi das morgens verwende und vorher nicht geduscht habe, dann gehe ich dann nochmal mit einem Wattepad drüber. Also quasi nicht Wattepad, sondern nur will Pad oder wiederverwendbares Waschepad. Du weißt, was ich meine. Genau, und arbeite damit den Toner in meinem Gesicht ein. Und nach dem Duschen sprühe ich mir das einfach drauf und verteile das dann mit meinen Händen im Gesicht, damit es einziehen kann. Also so verwende ich Toner, finde ich richtig klasse. Und ja, der wird jetzt auch getestet. So, wir sind schon beim Nikolaus angekommen. Und Nikolaus ist immer eine ganz wichtige Geschichte. Ne? Das mag ich, wenn da halt Produkte drin sind, die dann etwas mehr bashen. Und das haben wir hier von Lancôme. Die Hypnose-Mascara finde ich großartig. Das ist eine Originalgröße. Die hatte ich tatsächlich auf einem anderen Adventskalender mit drin. Ja, wenn es genau die gleiche ist. Ne? Die Hypnose 01 Noir Hypnotic Tüdelü. Ich glaube, da gibt es ja auch verschiedene Varianten von. Huch, aber die schaut allein ja schon richtig scharf aus, ne? Da wird ja immer mal wieder von geschwärmt und das ist halt wirklich so eine High-Quality-Geschichte. Ob die dann auch wirklich so gut auf den Wimpern ist, werde ich sehen, wenn ich sie dann verwende. Aber aktuell habe ich noch andere in Anwendung und ja, ne, dann wird halt durchgetestet. Okay, 7. 7 ist schön eckig. Ich denke, da sind Ampullen drin, wenn mich da nicht alles täuscht, weil das ist von der Größe her echt so eine typische Ampullengeschichte. Dreier-Set von Barbour. Wenn man das hier rauskriegt, das ist nämlich sehr gut hier drin. Es ist ein Set von Barbour, ein Dreier-Ampullen-Set. Genau, Stress Control und Pollution Protect. Ja, finde ich beides ganz gut. Also, ne, das benutze ich dann anstatt von meinem Gesichtsserum ganz einfach. Habe ich jetzt auch schon das ein oder andere Mal verwendet. Und ja, ob man jetzt die von Barbour nimmt oder die von Isana oder die von Balea, habe ich persönlich nicht so wirklich den Ultra-Unterschied in Bezug auf, wie meine Haut sich anfühlt. So im Langtest. Langzeittest, sage ich mal. Ne? Das ist dann relativ egal. In der Anwendung ist es so, dass die von Barbour sich sehr, sehr schön brechen lassen und du auch tatsächlich so ein ja, direkt danach, nach der Anwendung, ich weiß nicht, ob das dieser Qualitätsvermutungseffekt ist, aber man fühlt sich direkt so, danach, ne? Das hast du bei einer Isana-Ampulle nicht so extrem, aber ich glaube, dass es mehr daran liegt, dass man weiß, dass man Barbour verwendet hat. Wenn ich jetzt eine Ampulle blind verwenden würde, würde ich das, glaube ich, nicht so haben. Ich
bin da ehrlich, ne? Ich glaube, ich könnte den Unterschied nicht bemerken. Ja. Ja, das war eine schöne Nummer 7. Jetzt gucken wir uns mal die Nummer 8 an. Hey, ui, die 8 ist ganz schön groß, deswegen hat sie sich ein bisschen versteckt. Die lag so am Rand, angekuschelt. Okay. L'Occitane, sehr, sehr cool. Huile de douche, also ein Duschöl, Shower Oil, Amande mit Almond Oil, also mit Mandelöl. Das finde ich sehr schön. Mandelöl riecht richtig klasse. L'Occitane, da schwärmt ja die ein oder andere von. 250 Milliliter sind hier enthalten. Das finde ich richtig, richtig cool. Ich schreibe auch mit einer lieben Dame auf Instagram, die mir ständig L'Occitane empfiehlt. Liebe Grüße an dich an dieser Stelle. Ja, das riecht wirklich angenehm. Doch, das wird getestet. Das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, 9. Haben wir hier. Okay, das, von Hey Organic, Reactivating Face Fluid mit Kaktus. Okay. Ich meine, das irgendwie schon mal in der Box jetzt letztens drin gehabt zu haben. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, The Reactivator Face Fluid Kaktus. Finde ich super interessant, sich Kaktus aufs Gesicht zu geben. 50 Milliliter sind hier enthalten. Es ist halt typisches Hey Organic Design. Ich finde es richtig hübsch. Ja, ne? Eine Marke, wo ich definitiv noch mehr von austesten muss und möchte. Hier haben wir die Nummer 10. Diese Samtsäckchen finde ich wirklich auch sehr gut durchdacht. Ne? Also das kannst du auch wirklich schön verwenden, weiterverwenden später. Finde ich klasse. Kannst du vor allem auch Unisex verwenden, also auch für einen Mann. Hier habe ich von Yette Signature ein Rollerball Eau de Parfum mit 10 Millilitern enthalten. Das finde ich schön. Von Yette hatte ich noch gar nichts als Parfum. Wobei ich Rollerball Parfüms immer so schwierig finde, weil ich die nicht so wirklich verwende. Aber wir riechen mal dran. Oh, das riecht aber richtig toll. Das riecht sehr, sehr toll. Oh, das riecht so nicht reif, erwachsen und edel. Das gefällt mir, das will ich verwenden und behalten. Ich würde sowas gerne dann so auf dem Hals, dann so einklöppeln. Oh, jetzt kommt aber auch so eine richtig schön blumige Note hoch. Oh, das ist meins. Ja, hier so, so. Oh, das riecht richtig klasse. Das gefällt mir. Das ist toll. Die Yette. Sehr schön. 12. Halbzeit, Leute. Halbzeit muss knallen. Genauso wie die 1, die 6, die 24. Was haben wir hier? Aqua di Parma. Cipresso di Toscana. Ein Eau de Toilette. Das ist hier nochmal so separat eingepackt gewesen. Hä? Also, so schaut das aus, ne? So ein Pöttchen. Machst das auf, nimmst es raus. Das muss teuer sein, wenn das so eingepackt ist. Okay, ja, das ist ja knuffig. Auch wieder ohne Sprayer, ja, schade. Alles ein Männerparfüm. Ja, frisches Männerparfüm. Aber sehr, 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 sehr angenehm. Das riecht gut. Ja, aber für die 12, ne, in einem Love Brands Adventskalender, wo ich mir eigentlich etwas als Frau erhoffe, finde ich das irgendwie nicht so geil. Hups, ich habe die 11 vergessen, Leute. Die 11 wollte ich euch nicht unterschlagen. Ups, 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 ups. Dabei ist das so schön abwechselnd, ne? Und ich habe mich gerade schon gewundert, so, warum denn rotes Säckchen und dann wieder ein rotes Säckchen? Haben die sich da vertan? Nee, Claudi, du hast dich vertan. Okay, von LOV, The Statement Blush Palette. Ach, sehr cool. Im Black Friday Sale wollte ich sie mir eigentlich kaufen. Ich hatte irgendwie vergessen, dass die hier mit drin ist. Gut, dass ich sie mir nicht gekauft habe, denn nun habe ich sie hier in diesem Adventskalender. Oh ja, doch, das sind schöne Farben. Das mag ich. Ne, da hast du halt Blush und Highlighter, weil das große Dreieck in der Mitte ist für mich ein Highlighter. Das ist doch kein Blush. Aber na, heißt sie nicht sogar Blush? Nee, The Statement Blush Palette. Gut, kannst du vielleicht als Blush Topper nehmen, ne? Das hier sind dann hier so zwei Shimmer Blushes. Dann hast du hier, meiner Meinung nach, einen Highlighter und zwei matte Farben. Also gefällt mir ganz gut von der Optik her. Also so ein bisschen was swatchen kann ich hier auch mal machen. Ein bisschen ist gut, eigentlich mal alles, ne? Oh, okay. Nicht so intensiv pigmentiert, würde ich mal so sagen, ne? Ne, gar nicht. Sehr dezent. Also außer den beiden matten Farben ist das echt sehr ruhig hier auf meinem Arm. Da geht nicht so die Post ab, ne? Ja, muss auf jeden Fall getestet werden. Natürlich im Kleid abwischen. Das ist immer so dieser automatische Move, den man macht, finde ich, wenn man kein Lappen hier auf dem Tisch liegen hat. Okay, ja, wird verwendet, finde ich interessant. Die 11 haben wir nachgeholt, dann hatten wir die 12 und jetzt kommt die 13.
Das ist diese hier. Da ist auch wieder so ein kleines Produkt drin. Ach, das muss doch sein, ne? Auf jeden Fall ein Nagellack von OPI, 15 Milliliter. Das ist ein riesengroßer Nagellack. Wow. Malaga Wine. Okay, ja, ist eine schöne Farbe. Das muss ich wirklich sagen, ne? Eine schöne weihnachtliche Rotfarbe. Ton, Gedönsen. Geil. Die 14 haben wir hier. Die ist ganz schön groß gefüllt hier drin. Stop the water while using me. Sehr geil. All natural lemon honey soap. Also das ist von der Marke Stop the water while using me. Die Handseife. Das finde ich cool. 200 Milliliter sind hier enthalten. Machst du irgendwas Besonderes? This all natural soap is made with lemon and organic Acacia honey. Okay, also mit Limone und Akazienhonig. To moisturize, soften and refresh your skin. It is also made to protect nature by gently reminding you to stop the water while using it. Das heißt, du musst natürlich den Wasserhahn ausstellen, wenn du dir die Hände einschäumst. Das finde ich auch gut. Ich mag diesen Gedanken. Ja, riecht sehr limonig. Also ich mag diesen Gedanken, dass eine Marke einen quasi mit dem Markennamen selber, Mensch, daran erinnern möchte, dass man Wasser sparen soll. Finde ich wirklich wichtig und finde ich cool. Ja, ne? Interessante Geschichte, wird auf jeden Fall bei uns verwendet. Auch wenn ich Limone nicht so ultra gerne mag, aber als Seife für die Hände, für zwischendurch auf jeden Fall. Die Nummer 15. Hier haben wir dann, ich glaube, das ist jetzt schon das vierte oder fünfte, was ich davon habe, von Bella Pia, das Banana Setting Powder. Ja, ne? War dieses Jahr tatsächlich in sehr, sehr, sehr vielen Adventskalendern drin. Ist halt ein Full-Size-Produkt, glaube ich. Also ich hatte das immer nur in dieser Größe, also von daher gehe ich da mal von aus. Die Nummer 16 ist ganz schön leicht. Als wäre da quasi nur ein Schächtelchen und mehr nicht drin. Ah, ja, Flaconi Blended Like a Pro. Das ist einfach ein Make-up-Schwämmchen von der Flaconi Eigenproduktion, sage ich mal. Cruelty-free und vegan. So, ich glaube, das habe ich auch schon. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Make-up-Schwämmchen kannst du gar nicht genug haben, ne? Weil ich mache das wirklich so. Nachdem ich ein Make-up-Schwämmchen verwendet habe, kommt es bei mir direkt in die Wäsche. Das heißt, es kommt dann auch direkt hier aus meinem Zimmer raus, sodass ich das jetzt nicht irgendwie unnötig hier liegen habe oder aus Versehen ein zweites Mal verwende aufgrund von Faulheit. Es ist für die Haut einfach besser, wenn du die Produkte direkt nach dem Benutzen reinigst und sie dann wieder erst benutzt, wenn sie gereinigt wurden. Wenn du aber nur ein oder zwei Make-up-Schwämmchen hast, ist das Ganze etwas schwierig. Genau, also, ne, dann musst du die halt mit der Hand waschen. Ich wasche die immer in der Waschmaschine und das funktioniert bei mir eigentlich immer ganz gut. 17 ist hier und sie ist ganz schön groß und schwer. Oh, ich glaube, ich weiß, was drin ist. Ja, das feiere ich. Ja, 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 ja. Das ist von Herr Doktor, der Zwei-Phasen-Thermo-Conditioner mit 200 Millilitern, das heißt die Full-Size-Größe. Leute, der riecht nicht besonders, aber der ist so geil. Der pflegt eure Haare und der tut euch so viel Gutes. Kann ich euch nur empfehlen, das ist ein ganz tolles Produkt und ich freue mich drauf, dass ich den jetzt wieder hier drin habe. Stimmt, das hätte ich auch fast vergessen. Richtig, richtig geil, dass der hier mit drin ist. Die Nummer 18 ist ganz klein und unscheinbar. Da scheint dann auch irgendein Lippenprodukt drin zu sein, oder? So klein und feines, ja. Natürlich, das ist von Clinique einer, ja wundervoll. Der Plum Pop ist das, aber die Verpackung ist so wundervoll. Boah, ist die schön. Das gefällt mir. Boah, ja. Oh, ne, so sieht die Farbe aus und ich glaube, ich habe genau die Farbe jetzt schon da, aber nicht in diesem Packaging. Habe gerade geschaut, genau, diese Farbe habe ich nicht. Ich habe Love Pop, aber nicht Plum Pop. Und jetzt gucken wir uns mal Plum Pop an. Jau, der ist schön. Ich mag die Lippenprodukte von Clinique sehr, weil sie auch sehr pflegend sind. Ne? Die trocknen dir nicht aus, die halten dir jetzt nicht Ewigkeiten und sind jetzt nicht kussecht oder so. Aber es sind einfach gute Produkte, die ich gerne verwende. Yay. Die Nummer 19 haben wir in diesem schicken beigefarbenen Säckchen. Und, ah ja, gut, das ist ein Twin Pack von Adele Wimpern. Die sehen echt cool aus, ne? Aber ich bin kein Fan von künstlichen Wimpern. Ich komme damit nicht klar, ich krieg's auch nicht hin. Deswegen werden die wahrscheinlich nicht bei mir bleiben. Aber, ne, ist auf jeden Fall geil, Wimpern im Adventskalender. Bei einem anderen Adventskalender habe ich mich tierisch darüber gefreut und fand das auch richtig, richtig aufregend und fand das einfach besonders. Sehe ich hier genauso. Also, dass Wimpern in einem Adventskalender drin sind, finde ich schon was Besonderes. Die Nummer 20. Wir sind im 20er-Bereich und nähern uns demnach dem Ende, was ich immer sehr schade finde. Weil es mir dann doch so viel Spaß gemacht hat, ne?
Ja, auch wenn der Überraschungseffekt hier jetzt nicht so riesig war, hat es mir trotzdem Spaß gemacht. You and Oil Beauty Shot 100% Hyaluronus, 100% Naturlas, Natural, 100% natürlich. Okay, ich sollte das schon auf Englisch oder auf Deutsch lesen. Ne? Ein Moisturizer Beauty Shot, also quasi ein 10 ml Serum von You and Oil. You and Oil habe ich aktuell in Verwendung als Haaröl und finde es wirklich toll und nährend. Es wirkt ganz gut und das hier ist auch so ein Serum mit einer Pipette. Finde ich klasse. Das ist halt so ein eine braune Verpackung, damit das Öl, was da drin ist, sich halt nicht entsprechend verfärbt. Das soll das Produkt schützen und das finde ich sehr gut. Also darüber freue ich mich. Die Nummer 21 ist hier und sie ist wieder klein und leicht. Oh ja, ein Typchen, was es in sich hat. Und zwar von Sisley. Eine Maske à la Rose Noir. Also quasi mit Schwarzrose. Das ist eine Crememaske von Sisley mit ganzen 11 Gramm. Und sowas ist so ultra teuer. Da will man gar nicht drüber nachdenken. Otto Normalverbraucher bzw. Normal Claudi kann sich sowas nicht leisten. Deswegen freue ich mich extrem, dass solche Marken in dem Kalender mit drin sind und man die Möglichkeit bekommt, genau wie das Sensai Lip Treatment, ne, diese Marken einfach mal zu testen und auszuprobieren. Finde ich gut. Es birgt natürlich auch Gefahren, ne? Weil wenn du dich dann in das Produkt verliebst, ist natürlich teuer. Nummer 22 ist dann eine teure Liebe. Und wahrscheinlich auch eher eine einseitige. Oh ja, Tweezerman. Finde ich super, denn ich habe mich heute noch über meine aktuelle Wimpernzange wollte ich schon sagen, Pinzette aufgeregt. Ich kann nicht mehr reden, tut mir leid. Tweezerman, das ist eine Pinzette und das soll eine der besten Pinzetten sein, die es auf dem Markt so zu kaufen gibt. Die sind gar nicht mal so günstig. Ich glaube, so ein Ding kostet auch gerne mal 20 Euro. Richtig geil, dass es mit drin ist. Mal gucken, ob es wirklich so gut ist, wie der Preis ja quasi verspricht. Tja, da sind wir auch tatsächlich schon an dem 23. Advent angelangt, sprich am Tag vor Weihnachten. Puh, ja, auch da wieder ein kleineres Produkttypchen drin. Verso Hydration Serum, 10 ml with Niacinamide. Okay, das ist ja nicht so ultra ansprechend von der Verpackung her, ne? Ne? Ist ein Serum, wird wahrscheinlich sehr teuer sein, wenn es halt am Tag vor Weihnachten drin ist und nur so klein ist. Aber, ne? Serien habe ich jetzt aktuell so viele durch die Adventskalender bekommen. Meine Herren, ich muss mir nie wieder sowas kaufen. Krass. Jo. Aber es ist auch einfach so, dass du so geile Produkte in Adventskalendern drin hast, die du dir wahrscheinlich selber gar nicht kaufen würdest. Gerade in so einem Adventskalender, der ja ursprünglich 199 Tacken gekostet hat, ne? 24. Leute, ich weiß, was drin ist und ja. Ich freue mich da sehr drüber, dass es drin ist. Es ist wirklich so. Es ist die Naked Reloaded Palette von Urban Decay. Ich sage immer, ich mag die Fännchenform nicht. Ist auch so. Ich hasse längliche Fännchen. Ich finde es furchtbar. Aber Leute, es ist die Urban Decay Reloaded Palette, die einfach so mit Stoff überzogen ist, die sich einfach so hochwertig geil anfühlt. Ich will sie einfach als Kopfkissen benutzen und damit echt, also, ne? Einen schönen Abend verbringen. Sie sieht wundervoll aus. Das sind halt wirklich Töne, die kannst du ganz normal in deinem Alltag tragen. Also, das ist ja Wahnsinn, oder? Richtig schön, du kannst den Spiegel umklappen, was ich sehr praktisch gerade finde. Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, dass man das kann. Ja, ne? Da ist noch eine Folie drüber. Es sind geile Farben. Komm, wir gucken uns mal ein bisschen was an. Angel Fire, da kommen wir nicht drum rum, den müssen wir uns angucken, weil Angel Fire. Wir werden uns das auch noch auf meinen Augen angucken, aber ne, nicht heute, weil jetzt habe ich ja schon was drauf, ein bisschen heute Morgen mal drauf gemacht. Dann gucke ich mir den Ton Endgame an, weil sowas muss ja eigentlich auch richtig gut sein und nicht irgendwie, wie nennt sich das? Krümeln? Fleckig werden, genau. Die Farben Bribe und Blur, genau, hier außen sind ein bisschen breiter gemacht, weil das halt wirklich Töne sind, mit denen du dein Lid settest. Finde ich gut. Oder mit denen du die Farben ausblenden kannst. Die müssen wir jetzt nicht swatchen, das ist ja öde. Und was ich als kritischen Ton sehe, ist der Ton Dreamweave. Heißt der Dreamweave? Dieser silberne? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ich werde ihn jetzt swatchen, weil der etwas gröber ist von der Textur her. Genau, der hat auch gröbere Glitzerpigmente mit drin. So, die Töne swatche ich hier einfach mal auf meiner Hand, weil die ist einfach gerade da. Und da sehen die Töne doch echt ordentlich aus, muss ich sagen. Da können wir uns nicht beschweren. Das mache ich wohl leiden, ne?
So, jetzt schauen wir uns mal an, was in diesem Umschlag steht. Das ist quasi der 25. Dezember, der hier berücksichtigt wird und wo man dann halt noch ein Kärtchen bekommt. Nach 24 Überraschungen für Sie heißt es im 25. Türchen gemeinsam Freude schenken. Und da hat das Flaconi-Team uns darüber informiert, dass quasi eine Spende mit dem Kauf des Adventskalenders eben weitergegeben wird an Samaritan's Purse Operation Christmas Child. Und ja, das ist quasi dieses Weihnachten im Schuhkarton und da wird dann halt entsprechend unterstützt. Dadurch, dass du diesen Adventskalender gekauft hast, unterstützt du entsprechend auch diese Organisation. Finde ich cool, dass da einfach noch so eine Herzensangelegenheit mit dabei ist, ne? Definitiv ein lohnenswerter Adventskalender. Er hätte sich natürlich auch gelohnt, wenn man ihn für 199 Euro gekauft hätte. Jedenfalls in Relation zu dem Wert, der drin ist. Für mich persönlich hätte er sich nicht gelohnt, weil ich habe mir gedacht, okay, die Produkte, wo ich jetzt scharf drauf bin, kann ich mir für 199 Euro tatsächlich auch einfach kaufen. Das wäre vor allem die Lidschattenpalette gewesen und dann noch zum Beispiel das Hairdoktor-Produkt und noch das ein oder andere vielleicht. Aber da wäre ich halt nicht auf diese 199 Euro gekommen. Mit den 89 Euro, die ich dafür bezahlt habe, habe ich nicht nur ein gutes Gefühl für mich, dass ich sage, okay, ich bin unter meinem Budget von 100 Euro geblieben, sondern es umfasst halt auch genau die Produkte, die ich mir theoretisch gekauft hätte. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!